Katja, ich sehe, du hast mir eine Maus mitgebracht. Das erinnert mich an unsere Schutzhausmaus. Wir haben nämlich hier ein ganz kleines, entzückendes Maskottchen. Wusstest du das schon? Nein. Unsere Schutzhausmaus, die ist der Grund, warum wir nämlich noch Notenfragmente von Schütz gefunden haben. Die hat sich nämlich ein Nest gebaut und sich in Schütznoten richtig wohlgefühlt. Jetzt bin ich gespannt, wie unsere Schutzhausmaus bei dir aussieht. So sieht unsere Schutzhausmaus aus. Die basteln wir jetzt. Und zwar habe ich schon was vorbereitet. Das ist der Körper der Maus, habe ich so gedacht. Und dann habe ich hier Filz in Grau. Ich drehe mir das mal so. Und dann lege ich mir das einfach hier drauf und schneide das aus. Filz wieder weg. So, jetzt habe ich einmal Vorlage und zwei Körper. So, und zwar, ich bessere mal kurz nach. Ecken, die überstehen, die könnt ihr einfach abschneiden, ist gar nicht schlimm. Sieht man nicht, ist unten. So. Okay. Habt ihr jetzt den Körper? Und zwar habe ich dann als erstes hier Kleber drauf gemacht. Prittstift macht sich hier gar nicht gut, also nehmt wirklich Flüssigkleber, ganz wichtig. Und ihr braucht dann noch diese Baumwollschnur oder ihr nehmt einfach einen Faden, das ist völlig egal. Die legt ihr hier rein, damit die gleich mitgeklebt wird. Ich würde hier einfach noch ein bisschen Kleber drauf machen. So. Und dann legt ihr das drauf und andrücken. So, jetzt kann das ein bisschen trocknen. Dann nehmt ihr das Ohr, habe ich auch schon mal kurz mir eine Schablone gemacht. Nehmt ihr wieder den Filz. So, ich lege das wieder einfach hier drauf. Und schneide das aus. Braucht ihr zweimal, wie auch bei dem Körper. So, habe ich ein Ohr, mache ich noch eins. Wieder weg, Vorlage. So, dann habt ihr jetzt hier, brauchen wir noch eine kleine Bommel und zwei Wackelaugen. Ich habe mit der Bommel angefangen, einfach weil es leichter ist, sich zu orientieren, wo die einzelnen Sachen am Gesicht hinkommen. Und zwar macht ihr jetzt hier auch Kleber drauf. Dann klebt ihr das einmal da drauf. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie es euch am besten gefällt. Ich habe das dann immer erstmal hingelegt. Ich würde sagen, so am besten. Dann mache ich aber jetzt trotzdem erst die Augen. Mache hier zwei Kleckse drauf. Schön festdrücken. So. Jetzt würde ich sogar mit den Ohren ein Stückchen nach hinten gehen. Und da habe ich aber nur hier vorne dran geklebt. Dann könnt ihr nämlich das hier auch so ein bisschen hoch machen. Macht ihr so. Schön andrücken. Hier auch. So, schön andrücken. Dann kann das jetzt erstmal trocknen. Und dann habe ich angefangen mit den Perlen. Und zwar habe ich hier einfach mal ein paar bunte ausgesucht. Ich fange einfach mit den großen an, fädel die hier auf, mache ich zwei große,
von derselben Farbe. Dann nehme ich eine kleine. Noch ein kleiner Tipp. Bei mir geht es jetzt auch gerade nicht so gut. Ich nehme immer den Kleber und tunke die Spitze hier so rein. Und dann drehe ich das so ein bisschen. Dadurch kriegt ihr eine schönere Spitze hin. Das trocknet auch schnell an und dann könnt ihr besser auffädeln. Die wird trotzdem nicht. Gut, dann machen wir doch mit den großen weiter. Dann nehmen wir jetzt noch blau und gelb. Ist völlig egal, wie ihr das anordnet. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt auch Farben nehmen, die ihr wollt. Oder was ihr da habt. So, immer noch die 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ich habe 10 genommen und zwar aus dem Grund, ihr könnt das dann eigentlich auch noch als Zählmaus nehmen. Das heißt, wenn ihr manchmal so beim Rechnen einfach noch ein bisschen Hilfe braucht, dann macht sich das ganz gut. Jetzt habe ich hier einen Knoten reingemacht. Ich schneide das jetzt hier hinten nochmal so ein bisschen ab. So, dann sieht man nämlich nicht den Kleberrest. Und schon habt ihr eigentlich euer Mäuschen fertig.